In diesem Produktfilm stelle ich euch von Seejun ein 3-Achsen-Schwebestativ vor für Smartphones, also zum Beispiel für Samsung oder von Apple oder was weiß ich. Oder wie ich zum Beispiel auch von Xiaomi, ne? Kann man ja auch mal machen zwischendurch. Und das habe ich natürlich jetzt nicht nur in der Verpackung, das habe ich natürlich auch jetzt hier in echt sozusagen vorliegen. Mit diesem elektronischen 3-Achsen-Schwebestativ ist man also in der Lage, mit einem Smartphone, die ja auch heute teilweise schon mit 4K aufnehmen können, richtig schöne, tolle Videoaufnahmen machen zu können. Die Klemme, in der die Smartphones reingesteckt werden, geht also bis 85 mm, ist rotierbar für Hochformataufnahmen und besitzt außerdem nochmal ein 1/4 Zoll Stativgewinde und integrierte Lithium-Akkus mit 12 Stunden Laufzeit. Man bekommt hier also eine wirklich professionelle Bildstabilisierung für relativ kleines Geld. Ist also ideal für Einsteiger und Hobbyisten gedacht, die Amateure, die mit Herzblut dabei sind und halt eben auch mal ein bisschen mehr mit dem Smartphone filmen möchten. Das Smooth Q stabilisiert das montierte Smartphone in allen drei Achsen. Die drei Achsen sind die Schwenkachse, die Steigungsachse und die Rollachse. Die Stabilisierung läuft über drei Motordrehgelenke, die das Smartphone entsprechend verlagern, um Bewegungen des Stativs auszugleichen. Und dadurch kommt man zu diesen wunderschönen, smoothen, sanften Bewegungen, ohne dass da irgendwelche Ruckler oder Hoppler drin sind. Passend zum Smooth Q gibt es noch eine kostenlose App, die habe ich mir jetzt mal gespart, kurz vorzustellen. Ist im Prinzip eigentlich auch selbsterklärend, die bietet noch so ein paar Features, also die kann man sich dann auch noch kostenlos runterladen. Dann kann man das Stativ mit der App, also dann via Bluetooth, dann einfach miteinander verbinden. Gibt es auch ein Video zu auf der Produktseite, auf der man dann sich hier das Produkt auch nochmal anschauen kann vom Hersteller selbst. Und da haben wir also einmal einen Foto- und Videomodus und da kann man also noch einige Sachen dann mit einstellen, auch mit Langzeitbelichtung wird da rumhantiert und so weiter. Ist also auch eine ganz interessante Sache. Mir war es wichtig, einfach jetzt auch mal zeigen zu können, dass man also auch ohne diese App einfach das Smartphone hier drauf festmachen kann und im Prinzip sofort loslegen kann. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle, der integrierte Akku, der da drin ist, dieser Lithium-Ionen-Akku, hat also eine Laufzeit von 12 Stunden. Man hat ja also hier einen USB-Port, den man auch noch anzapfen kann gleichzeitig, um sein Smartphone zum Beispiel unterwegs aufzuladen, wenn da vielleicht mal irgendwie gerade der Saft aus ist. Mit der App ist also auch noch möglich, dass man hier das Video starten und beenden kann und man kann auch direkt mit dem Schieberegler zum Beispiel dann ein- und auszoomen, wenn man das möchte, wobei beim Smartphone ehrlich gesagt mit dem ein- und auszoomen ist das mal so eine Geschichte. Wir wissen ja alle, dass das dann interpoliert ist und das wird ja dann alles irgendwie sehr pixelig und sehr breich, aber wie gesagt, man kann es halt eben machen und die Mechanik ist also sehr leise und fast geräuschlos und dadurch hat man also fast gar keine Nebengeräusche und kann also auch wirklich dann eben dem Postprozess später hinterher jetzt irgendwie das Material, was man genommen hat, wenn man zum Beispiel auch im Dialog spricht, 100% verwenden. Die Firmware-Updates gibt es also auch noch dafür, ganz speziell für Mac OS und für Windows. Die kann man dann also hier auch nochmal ganz normal über den Rechner dann einfach runterladen und die Firmware-Updates dann einfach auf das Gelenk dann überspielen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, ne? Und bei dem Ganzen muss man sich dann auch mal eben kurz vergegenwärtigen, was das Teil überhaupt kostet. Also ich zu meiner aktiven Videozeit, Drehzeit, das war also noch so ein paar Jahre bevor das mit den Smartphones richtig losging, hätte mich echt gefreut, wenn ich hier für 150 Euro mal irgendwie so eine Art Schwebestativ bekommen kann, was auch noch elektronisch ist mit Motoren, wenn es das damals überhaupt gab. Wir reden ja so von vor 16, 17 Jahren ungefähr, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Also das ist schon wirklich eine tolle Zeit, in der wir da leben, dass wir ja wirklich für so wenig Geld so ein richtig tolles, professionelles Equipment-Teil in die Hand bekommen. Was ich im Video nicht ganz so richtig gezeigt habe, ich halte nochmal in die Kamera rein, das ist also hier die Steuereinheit, hier nochmal einmal ganz kurz gezeigt, da haben wir also oben den Joystick, um zum Beispiel auch jetzt hier oben einfach dann das Smartphone auf der Achse bewegen zu können. Dann haben wir die Taste für die Modus-Einstellung und dann ganz normal der Ein- und Ausschaltknopf und der Schieberegler, der hier am Rand ist, der sollte dann das Ein- und Auszoomen ermöglichen. Wie gesagt, da würde ich also einfach mal mir so vorstellen, als wenn der Regler gar nicht da wäre. Natürlich kann man das benutzen, aber die Bildqualität ist natürlich auch vom Smartphone abhängig. Aber ganz ehrlich, unter uns Leute, ich habe da noch nie irgendwas gesehen, wo man sagen kann, wenn ich da so richtig reinzoome, dann ist es auch eine richtig gute Bildqualität. Soweit sind wir noch nicht. Ich persönlich habe eine ganz dezidierte Meinung zum Thema Smartphone. Ich denke ja immer schon, dass das noch ein bisschen gefährlicher wird für die etablierten Hersteller, wenn man sich so mal den ganzen Fortschritt auch anguckt. Aber das wäre eigentlich schon fast ein eigener Vlog wert. Da muss ich auch mal gucken, ob ich mit dem Chef rede, ob ich meine eigene
Meinung hier einfach so kundtun kann, weiß ich gar nicht. Aber da dauert auf jeden Fall, das wird ein paar Jahre dauern auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall für die Menschen, die jetzt hier also richtig schon großartig mit Smartphones unterwegs sind. Da gibt es auch eine ganze Menge Leute. In Japan zum Beispiel ist es also überhaupt gar kein Ding, dass man mit Smartphones zum Beispiel auch im Kunstbereich ganze Filmprojekte stemmt. Die haben noch ganz andere Geschichten mit schlechteren Kameras, als wir sie eigentlich kennen. Aber das ist halt eben dann wieder Kunst, ne? Wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Und das wird sich hier wahrscheinlich bei uns in den Breitengraden auch noch ein bisschen ändern. Das also hier von Sijun, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, das Smooth Q, das Dreiachsengelenk hier für die Schwebestativaufnahmen für Smartphones bei uns im Shop. Und natürlich gibt es hier unter dem Video mal wieder einen Link, den kann man anklicken und dann kommt man direkt auf die Produktseite. Ich habe den mal direkt auf die Sijun-Seite gesetzt. Wir haben auch schon ein paar andere Produkte. Wir haben auch noch hochwertigere Schwebestative hier bei uns mit elektronischen Motoren bei uns im Shop, auch für kleinere Kameras, für Micro Four Third Kameras oder speziell für spiegellose Kameras. Auch da kann man diese Technik dann verwenden. Das war's. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.